Hallo an alle Geschichtsschülerinnen und Schüler. Wer kennt sie nicht? Politische Plakate. Vor Bundestags-, Landtags- oder Kommunalwahlen sieht man sie überall am Straßenrand. Doch was wollen sie eigentlich von uns? Was wollen sie bei uns auslösen? Was wollen die Politiker bei uns erreichen? In diesem Video werde ich euch erklären, wie man ein politisches Plakat richtig entschlüsselt. Wenn wir uns Plakate von heute anschauen, fallen uns eigentlich vier Dinge auf. Oftmals sind Personen abgebildet, sie sind sehr bunt, die Programme und Ziele werden auf die eine oder andere Weise zum Ausdruck gebracht. Wie aber sah das Ganze in der Weimarer Republik aus? Plakate galten als politisches Kampfmittel. Da es die Massenmedien Rundfunk und Fernsehen noch nicht gab, hatten Wahlplakate damals natürlich eine besondere Bedeutung. Mit ihnen konnten Parteien und andere politische Gruppen in der Öffentlichkeit für die eigenen Ziele Werbung und Propaganda betreiben. Man bezeichnet die Weimarer Republik daher als eine Blütezeit des politischen Plakates. Politische Plakate sind historische Quellen. Aus ihnen erfahren wir, wie im Übrigen auch aus anderen bildlichen Quellen, etwas über die Parteien und ihre politischen Vorstellungen. Um Plakate angemessen auswerten zu können, sind sie genau zu betrachten und zu beschreiben. Da muss man sich dann zum Beispiel die Fragen stellen: Lösen die verwendeten Farben bestimmte Gefühle aus? Enthalten die dargestellten Symbole bestimmte Informationen? Ist das Format auffallend? Mit welchen grafischen Mitteln ist der Text gestaltet worden? Wie wurde der Zusammenhang zwischen Text und Bild hergestellt? Wer ist der Auftraggeber? An wen wendet sich das Plakat? Was will der Auftraggeber mit dem Plakat erreichen? Und in welcher politischen Situation wurde es eingesetzt? Fangen wir mal an mit diesem Plakat der KPD. Wir beginnen wie immer mit der Beschreibung. Man sieht einen riesigen Mann in Rot dargestellt. Ein Schriftbalken, Schluss mit diesem System, den Namen der Partei, außerdem 18 Personen um einen runden Tisch, Figuren mit Zylindern, einen mit einer Pickelhaube, der fünfte von links hat einen Bart und eine auffällige Frisur und daneben sieht man noch zwei Männer mit Stahlhelmen. So, kommen wir jetzt zur Analyse. Die 18 Personen sind Vertreter bürgerlicher Eliten. Der Mann mit der Pickelhaube ist ein Mensch des Militärs, vielleicht Hindenburg. Der fünfte von links mit dem auffälligen Schnurrbart ist natürlich Hitler. Die Männer mit dem Stahlhelm könnten SA-Männer sein. Und der große, auffällige rote Mann ist ein Proletarier, also ein Vertreter der Arbeiterschaft. Gehen wir jetzt hin zur Deutung der Ziele und Absichten des Plakates. Der Proletarier ist im Begriff, das Weimarer System zu zerschlagen. Das sieht man auch in seiner Pose. Das Wort System ist hier eigentlich ein Schimpfwort der völkischen und rechten Propaganda gegen die Weimarer Demokratie. Die NSDAP wird zum parlamentarischen System gerechnet und das Ganze ist ein Aufruf, die parlamentarische Republik durch eine Diktatur des Proletariats zu ersetzen. Man sieht hier also eindeutig die linksgerichtete Tendenz der KPD. Kommen wir jetzt zu einem Plakat der NSDAP. Markant ist hier erstmal der Schriftzug im Vordergrund Hitler und im Hintergrund steht unsere letzte Hoffnung. Man sieht etwa ein Dutzend ruhig stehende, verhärmte und bedrückt blickende Personen vor einer unbestimmten Menschenmasse und einem schemenhaften Fabrikhintergrund. Darunter erkennt man eine ältere Frau, eine junge Frau mit Kind, Männer unterschiedlichen Alters aus verschiedenen Gruppen der abhängig Beschäftigten, also Arbeiter, Angestellte, vielleicht auch kleine Beamte. Man sieht die Kleidung der Machtlosen, das erkennt man unter anderem an der Arbeitermütze. Dieses Plakat ist deswegen interessant, weil es keine klare Aufforderung gibt, keine Argumente, nicht einmal einen Parteinamen, nur ein eindringliches Gefühl. Das Plakat stellt die bedrückten und dem Elend ausgelieferten Menschen selbst dar. Sie sagen den Betrachtern, die in der gleichen Lage sind, Hitler ist unsere letzte Hoffnung, nur er kann noch helfen. Das Plakat personalisiert eindringlich, indem es in Großbuchstaben nur den Namen des Politikers nennt. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben darüber, wie man ein politisches Plakat analysiert und entschlüsselt. Natürlich gab es damals noch viele weitere Wahlplakate. Das waren jetzt einfach nur zwei Beispiele, die ich mir ausgesucht habe. Solltet ihr gar nicht mehr wissen, wie es in der Weimarer Parteienlandschaft aussah, empfehle ich euch das Video Hintergrund Weimarer Parteien. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.